Ja, hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zurück bei mir im Wald, beziehungsweise hier in meiner Höhle, sage ich jetzt mal. Ich bin boah, für euch gestern, für mich heute Morgen um 7 Uhr aus Wacken zurückgekommen. Eigentlich war es halb 8. Und naja, das ist im Hintergrund, nee, in dem Hintergrund da hinten, da liegt mein Zelt irgendwo. Hier alles ausgebreitet, es ist am Schluss doch alles ein bisschen feucht geworden. Ja, und die Special-Folge Eyes Alive Wacken. Ja, aufgrund einer besonderen Begebenheit. Es war das erste Mal, dass mir in 8 Jahren was passiert ist, was mir vorher nie passiert ist. Ich war jetzt ja doch ziemlich regelmäßig 2008 das erste Mal, dann zwei Aussätze, ansonsten jedes Jahr drin gewesen. Und dieses Jahr ist mir tatsächlich zum ersten Mal was geklaut worden. Man hört es immer wieder bei 75.000 Leuten, das kommt vor. Und da fahren tatsächlich organisierte Banden hin und ich hatte also meinen Geldbeutel in der Jeans drin gehabt, Jeans ins Zelt reingepackt und dann mit dem Kilt rumgelaufen. Das heißt, gar nicht erst so unbedingt gemerkt, dass der Geldbeutel jetzt weg ist. Auf jeden Fall war es so, nachts geschlafen und am nächsten Morgen innen drin hat erstmal alles ganz normal ausgeschaut. Und dann gehe ich raus, war draußen der Reißverschluss offen gewesen. Und ich dachte, hast du ihn jetzt vergessen zuzumachen oder? Nö, eigentlich nicht, machst den Zelt immer zu. Und dann habe ich es gehört von den Nachbarn drüben, da ist einer eingestiegen und der hat denen den Autoschlüssel geklaut. Die haben geflucht und die haben gedacht, hey, bist safe, hast den Geldbeutel in der Jeans drin gehabt, im Zelt, ganz am Fußende, am anderen Ende, der musste also irgendwo an dir vorbei und das macht keiner. Ja, denkst du, ich habe danach geguckt und dann war mein Geldbeutel weg gewesen. Ja, es ist nicht so toll, weil das war gleich von Mittwoch auf Donnerstag, wo es eigentlich richtig losgeht. Wir sind zwar Montag schon angekommen, das heißt, ich habe mein ganzes Zeug schon gekauft gehabt. T-Shirt, das hängt jetzt auf der Wäscheleine drüben. Handtuch hängt auch auf der Wäscheleine drüben. Neuen Campingstuhl habe ich gebraucht. Den ganzen Kram habe ich alles schon eingekauft gehabt, so das Wichtige vom Merchandise her. Das war alles schon erledigt. Aber dann, wie es dann beim Festival so losging, Geldbeutel weg. Drückt schon ein bisschen auf die Stimmung, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich kann jeden verstehen, dem irgendwo was geklaut worden ist, der dann erstmal ziemlich down ist. Wie gesagt, ich habe es jetzt dieses Jahr zum ersten Mal selber erlebt. Und bei anderen Festivals soll es wohl noch krasser sein. War also keiner von den Metalheads, von den Gästen, die so da waren, sondern das waren organisierte Banden, die sich tatsächlich auf den Einbruch spezialisieren. Und ja, dorthin fahren, wirklich nur, die kaufen sich regulär ein Ticket, das heißt, die fallen überhaupt nicht weiter auf bei der Kontrolle, die kommen dann da rein, sind auf dem Campground und warten auf eine Gelegenheit und steigen dir dann ins Zelt ein und räumen dir dein wichtiges Zeug aus. Also von dem her, schließt den Scheiß weg, tragt eure Schlüssel, wenn ihr auf ein Festival geht, immer am Mann oder an der Frau, je nachdem. Auf jeden Fall lasst das Zeug nicht liegen, das ist sehr ätzend. Gut, ich bin dann jeden Tag vorgegangen zum Fundbüro, weil bei der Polizei natürlich erst einmal Anzeige gestartet, ging unbekannt, aber was willst du machen? Und die haben dann gesagt, schau regelmäßig bei uns im Fundbüro vorbei, ab und zu taucht das Zeug wieder auf, entweder in Tüten, haben einen ganzen Sack voll Handys gefunden. In der Nacht war ich nicht der Einzige, also sie sind bei 300 circa eingestiegen. War die erste Festival noch danach, war eigentlich fast gar nichts mehr, rentiert sich auch nicht mehr, wenn die Leute ihren Scheiß ausgeben, dann ist nichts mehr zu holen, auch nicht für die organisierten Banden. Aber gerade so die Nacht nach dem Hauptanreisetag, also von Mittwoch auf Donnerstag, ist halt da besonders gefährlich. Und da hat es mich eben, wie gesagt, auch erwischt. Bin auf jeden Fall jedes Mal vorgegangen und ja, wie heißt du denn? Ja, Schulze und Vorname Stefan mit PH. Nein, ist nichts da. Und dann am letzten Tag war tatsächlich mein Geldbeutel da. Yeah, ich habe mich gefreut. Geld ist natürlich weg. Also, wenn es derjenige sieht, der ihn abgegeben hat, lass dich drücken, lass dich umarmen. Hey, bist mein Held, weil du hast mir jetzt hier eine Woche Rennerei erspart, um die ganzen Papiere neu zu beantragen. Und ich weiß genau, du hast das Geld nicht genommen. Das war die dumme Drecksau, die mir das Teil aus dem Zelt rausgeklaut hat. Und solltest du zuschauen, du dreckiges Sackgesicht, dass mein Geldbeutel raus hat. Sei froh, dass ich dich nicht erwischt habe, weil ich weiß genau, du bist eine arme Wurst. Du pfeifst keinen, der oben dran steht. Da mache ich keine Gefangenen, Kumpel. Ja? So, okay, den erwische ich sowieso nicht. Also von ihm her scheiß drauf, kann ich hier Töne spucken, wie ich will. Ist ganz egal. Aber jetzt zu dem, was ich hier vorhabe, warum hier meine Presse in die ins Video halte, wo hier eigentlich Minecraft kommen sollte. Ich mache ja heute ein Unboxing, weil ich habe mein Geldbeutel wieder. Also, hier in meiner Jacke drin, damit er ja nicht wieder verloren geht. So. Original verpackt, das gute Stück. So rum, ich bin Kamera überhaupt nicht gewohnt. So.
Nummer 322 von den gefundenen Gegenständen. 22 wurden verloren, 300 wurden geklaut. So ungefähr, behaupte ich jetzt einfach mal. So, und ich mache jetzt mit euch heute ein Unboxing. Der ist gefunden worden. Da ist er, der ist gefunden worden im Infield an einem Tag, wo ich nur mit Kilt rumgelaufen bin. Der muss da ohne mich reingewandert sein. Also in Begleitung von jemand anderem. Also lag nicht an meiner Schusseligkeit. Wäre mir zwar zuzutrauen, aber nee, in dem Fall nicht. So, jetzt machen wir Unboxing. Und dann gucken wir mal, was ich da so alles so drin habe und was da so gerettet worden ist. T-Shirt ist 2013, wie gesagt, ich fahre hier öfters hin. Das von 2017 hängt auf der Wäscheleine. Und ein bisschen runtergehen. Der Schreibtisch schaut auch aus wie Arsch, muss ich ganz ehrlich sagen hier. So. Dann machen wir das gute Stück mal auf und schauen, was da alles noch drin ist. Und wie ist die zerrissen? Er ist noch feucht. Er ist noch richtig feucht. Und man sieht es nicht, aber er ist matschig. Man sieht es, wenn man ihn hier aufmacht, hier da Dreck überall. Meine alten Wochenkarten sind noch drin, da ist nichts rausgenommen worden. So, ganz wichtig hier, Bankkarte. Die ist sowas von wichtig. Dann hier mein Perso. Was macht denn hinter der Bankkarte? Der kommt eigentlich hier drüben hin. So. ADAC-Mitgliedsausweis, Klumpscheiß, tralala. So. Dann schauen wir mal weiter, was haben wir noch drin? Mein alten rosa Lappen. Mit allem, was man so fahren darf. Ja, wer jetzt da ranzoomt, das war ich mal früher. Also auf dem Bild bin ich 17 Jahre alt. Ich halte dann meine Fresse nochmal ins Gesicht, jetzt wie ich jetzt ausschaue. Eigentlich gar nicht so viel anders, dann nur ohne Bart. So. Der alte Führerschein. Yeah. So. Dann. Hier, auch wichtig. Der Fahrzeugbrief von meinem geliebten Benz, der jetzt momentan leider immer noch in der Tiefgarage unten steht. Bild von meinen Geschwistern ist drin, das zeige ich jetzt nicht. So, was haben wir noch? So, hier in dem Fach, der wird das Geld, ist es natürlich weg. Das war klar. Das andere Geldfach, das Münzgeld, das war sowieso nicht dicht. Also hier konnte man durchgucken, da war auch nie viel drin. Das andere war natürlich ärgerlich, das waren noch so um die 150 Euro, was da so übrig geblieben ist. Das sollte mir so über das Festival retten. Aber ganz ehrlich, die Rennerei, die ich mir damit spare, auf die 150 Euro ist gekackert. Da machen wir jetzt gar keinen großen Aufriss. Ja, wie gesagt, das ist hier jetzt den ganzen Spaß, da wir jetzt alles noch rausräumen. Weil ist natürlich jetzt alles matschig und batzig und verfilzt. Irgendwo sollte, müsste da theoretisch auch noch Blutspende tralala drin sein mit Blutgruppe und hin und her und hast du nicht gesehen. Und dann ist da auch mein Sozialversicherungsausweis drin. Leute, ich habe meinen Sozialversicherungsausweis dabei, weil es hieß zumindest mal, wo ist er denn? Irgendwo da müsste er sein. Tja, was haben wir denn hier alles? Ein Haufen Scheiß, warum hat er den direkt die alten Fahrkarten von vor über einem Jahr? Weg. Das hat er wegschmeißen können. Darf. Ausgeräumt, aufgeräumt hat er mein Geldbeutel nicht. Nur das gute Geld rausgenommen. Und das war's dann auch schon. So, was haben wir hier? Also die Fahrkarten sind auch alt. Weg damit. So. Dann diverse Visitenkarten von Partnern und Berufskollegen und hast du nicht gesehen. Die Bahnkarte 2. Okay. Das waren mal Briefmarken hier. Wie man es jetzt schon langsam an meinen Fingern sieht, es ist wieder alles fürchterlich dreckig. Also ich habe eine extra Portion Schlamm mit nach Hause genommen. In dem Zelt ist auch noch genug drin. Das muss jetzt aber erstmal mindestens einen Tag lang trocknen. Hier die Bankkarte. Schaut auch aus wie Arsch. Die ist aber abgelaufen, die hätte auch wegschmeißen können. Versicherungskarte, Krankenversicherungskarte. Den hat man schon. Hier von der Videothek ist, da war ich schon ewig nicht mehr, seitdem man so gut wie alles im Internet findet, war ich schon ewig nicht mehr bei der Videothek gewesen. Ist aber eine gute Videothek gewesen. Super Personal, super Führungskräfte, alles schön. Bonuskarte von, ich gehe mir Kaffee holen in der Früh, habe ich einen Stempel drauf, weg. Ist auch im Eimer.
Denn hier noch eine zweite Videokarte hier. Da. Die hatten wir schon. Was haben wir noch so alles für einen freundlichen Spaß? Hatten wir. Haben wir nicht mehr. So. Genau. So. Komm raus. Der ist festgerostet. Den konnte er gar nicht wegschmeißen. Ja. Wäre aber auch gemein gewesen. Also gut, ich zeige es jetzt so. Der ist mir momentan gerade irgendwie eingeklebt. Hier Mitglied Deutsches Rotes Kreuz. Den Club der Gelben Engel. Ja, plus Mitgliedschaft, bin ich auch dabei. Der hat auch ziemlich gelitten hier. Da stand mal ADAC, glaube ich, drauf. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Was da drauf stand, was ist hier unten noch für ein Quatsch drin? Meine K-Card von meiner Versicherung, dass ich da noch Unterstützung und Hilfe kriege und dass da alles unternommen wird. Denn Alpina, Immobilien, das ist auch uralt, das brauche ich nicht mehr. Aber Wohnung. So. Ja, ich glaube, so im Großen und Ganzen, die wichtigen Sachen, da ist mein Sozialversicherungsausweis. Schaut da nicht hin, das ist fürchterlich, das machen wir wieder weg. Visitenkarten vom Beruf her. Den Spaß hatten wir schon. Hier ist nur noch ein Scheiß drin. Jetzt weiß ich auch, warum es so lange gedauert hat, bis sie wiedergefunden haben. Die haben geschaut, ob da irgendwo was Wertvolles dabei ist. Und es ist halt alles nur Scheiße, was ich in meinem Kälbchen mit mir rumtrage. So, schmeiß mal das Herz raus. Da muss ich sowieso zum Trocknen irgendwo hin. Eigentlich muss ich mir einen neuen Geldbeutel kaufen. Weil das Ding hier ist im Eimer. Gut. Ja. Also ich fange mit Schützen an. Ich glänze. Wie schön. Wacken war trotzdem super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde auch nächstes Jahr wieder hinfahren. Beziehungsweise ich probiere es auf jeden Fall. Ticket habe ich mir schon geholt. Und ja, super Leute kennengelernt. Mal wieder wie jedes Jahr. Also man lernt eigentlich immer tolle, nette Leute kennen. Diesmal ein bisschen Pech gehabt beim Campground. Da war irgendwo so eine Karnevalstruppe gegenüber gewesen. Die haben mir die ganze Ballermann-Musik gespielt. Total deplatziert. Sind wir am Montag rübergegangen und haben sie freundlich gebeten. Mehr oder weniger freundlich. Dass sie doch ihren Scheiß ein bisschen leiser drehen sollen. Er hat mich dann darum genötigt, das tatsächlich noch einmal diplomatisch zu sagen, wo ich eigentlich schon beinahe mit der Baseballkeule in der Hand da gestanden wäre und es war eigentlich ein ziemlicher Mob noch hinter mir, die wären alle mitgerannt. Ja, wir haben es dann auf die diplomatische Art und Weise probiert. Sie haben dann auch erst leiser gedreht. Das Problem war, nachhaltig war das Ganze nicht. Das heißt, so am Freitag, Samstagabend lief denen ihre Kacke wieder genauso laut und war total deplatziert, hat überhaupt nicht aufs Festival gepasst. Ja, scheiße, also am Ballermann, wenn sie es gespielt hätten oder auf einer Burschenparty, da wäre das okay gewesen, aber Leute, das ist so ein Scheiß. Macht nicht die ganze Zeit Kontraprogramm. Ab und zu mal irgendein Blödsinn zwischendrin, da sagt kein Arsch aus. Auch nicht, wenn es mal ein bisschen lauter ist, da sagt auch kein Schwein was. Aber die ganze Zeit hier, I'm a puppy girl. Nö, da kriegt man dann so als Langzotzatter dann doch irgendwann mal ziemliche Krawatte und bei uns nebendran waren ein paar Engländer mit einem ziemlich dicken Auto gewesen. Die haben auch so gemeint, also wenn es nicht aufhört, dann reißt man den Campground ab. Also, und die waren so drauf, also dem gegenüber, zu uns waren sie sehr freundlich. Also das war jetzt eigentlich schon alles, was ich hier in der Folge sagen wollte. Das nächste Mal wieder Minecraft und das nächste Mal auch wieder ohne mein Gesicht. Ich weiß nicht, so hässlich bin ich gar nicht, aber muss ja jetzt nicht jedes Mal sein, nimmt ja doch einen Haufen Platz vom Bild weg, vom Spiel eigentlich. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von Facecam, vielleicht nur so ein bisschen kleiner, irgendwo, irgendeine Ecke. Wenn sich das irgendwer mal wünscht, kann man das machen. Allerdings denn nicht mit Hut, der ist mir nämlich zu warm jetzt, vielleicht im Winter, aber nicht jetzt. Und natürlich auch nicht mit meiner dicken, fetten Motorradlederjacke. Das ist jetzt bloß so. So bin ich an den letzten Tagen umgelaufen und naja, vielleicht ist ja einer von euch auch mal im Wacken und sieht mich, wobei ich habe drei verschiedene Hautfarben. Lass mal gut sein, so viele sind es nicht. Und wenn er mich doch sieht, dann kommt mich einfach. Ist schon okay. Also, von dem her, ich wünsche euch noch einen super tollen Abend. Habt viel Spaß. Nächstes Mal wieder echt ein Minecraft-Video. Und ja.
Macht's gut. Tschüss.